Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 3. Meine Haare bringen mich um. Ich hasse sie. Ignoriert sie bitte. Und ja, wir starten jetzt hier. Wir haben den 22. Frühling. Ich habe hier ein bisschen was gemacht, habe hier ein bisschen was angebaut, ein bisschen was verkauft. Habe auch fast jetzt wieder hier 50.000 G zusammen, was total insane und übertrieben ist. Aber ist okay. Anyway. Ich hatte keinen Auftrag. Wir müssen einen Auftrag annehmen. Ich möchte einen Auftrag bitte einmal annehmen. Dankeschön. Hi. Guten Tag. Hallo. Ist es zu fassen, dass Shava mir neulich gesagt hat, was sie mir gesagt hat? Sie meinte, ich sollte stricken lernen, um geistig aktiv zu bleiben und nicht seniert zu werden. Dieses Mädel. Was denkt sie sich eigentlich? Sobald man doch ein... ja, ich trinke mal lieber ein bisschen. Ich bin froh, dass meine Oma immer noch sowas wie Solitär spielt und so. Damit sie noch so ein bisschen fit bleibt. So, komm mal kurz her. Noch ein Gefallen. Ein billiger Armreif. Zum Thema Raven. Küchenhilfe gesucht. Freundliche Bitte. Gehilfe zum Graszupfen gesucht. Ich möchte Gras zupfen mit Diara. Das ist das, was ich möchte in meinem Leben. Diara. Diara. Daria. Daria ist es. Hallo. Hi. Ich habe deinen Brief gelesen. Komm, Gehilfe, schnell. Wir müssen uns beeilen. Was? Du bist direkt wieder los? In deinem Brief klang es nicht so, als ob du zwingend etwas bräuchtest. Außerdem bekomme doch nur ich ihn zu lesen, wenn du ihn in mein Postfach legst. Es ist eine Riesenkatastrophe. Ich habe fast keine Farbe mehr. Es... geht zu einem Elfenohr rein und zum anderen wieder raus. Wenn das so weitergeht, kann ich mein Bild nicht zu Ende malen und wenn ich es nicht zu Ende malen kann, sterbe ich vielleicht. Kenne ich. Okay, ich werde jetzt überleben, aber ich brauche trotzdem rotes Gras und gelbes Gras. Wenn du schon dabei bist, besorg auch etwas orangenes Gras. Low Sidekick! Bodengänge sind dein Job und jetzt mach dich auf den Weg und ans Sammeln. Okay, cool. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich mitnehmen soll. Ich nehme einfach mal rotes Gras mit. Oh, und esse es. Und orangenes Gras. Ich weiß gar nicht, wie viel sie brauchen. Oh, das esse ich diesmal nicht. Ausnahmsweise mal. Und gelbes. Nicht angreifen. Aua. Das war gemein. So, girl. Es geht. Ich habe hier dein Zeug. Dein Gras. Lul. Und diese Künstler. Wunderbar! Noch gelbes und orangenes. Vorwärtsgehilfe. Ja, genau. Hier hast du orangenes. Kannst du es nicht einfach selbst mischen? Hier hast du das gelbe. Dankeschön. Jetzt kann ich an die Arbeit und mein Bild fortsetzen. Ich verdanke dir mein Leben, Yumi. Stimmt auch wieder. Naja. Okay, eine Belohnung. Danke. Was bekomme ich denn? Aufgabe abgeschlossen. Behalten. Steck's an. Oh, cool. Noch mehr Erze und Eisen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Das ist so viel. Okay, cool. Kann ich hier noch was annehmen? Ich vermisse mein Monster. Ich habe ein Monster gerettet. Kannst du mir suchen helfen? Ich nehme immer gleich die erste oben. Hey. Hallo, Yumi. Hi. Guten Tag. Ich möchte reden. Du hast die Anschlagtafel gesehen, oder? Danke, dass du gekommen bist. Weißt du, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit immer mal in den Präbärarbeit gehst. Ja, das stimmt. Was hat das mit deiner Anfrage zu tun? Wahrscheinlich ist da das Monster. Ich suche ein bestimmtes Monster. Du hast doch nicht zufällig einen Wolli gesehen, oder? Das sind die weißen, flauschigen Viecher, oder? Na klar. Nein! Entschuldige, dass ich so laut geworden bin, aber ich suche ja keinen gewöhnlichen Wolli. Es ging am Tag, bevor du hier angekommen bist, los, Yumi. Ich habe vor unserem Laden einen zusammengebrochenen Wolli... Ah, sie redet von uns. Das arme Tier war verletzt, also habe ich es reingebracht und mich die ganze Nacht drum gekümmert. Oder zumindest hätte ich es schwören können. Aber als ich einmal nicht hingeguckt habe, ist es verschwunden. Ich habe alles abgesucht, konnte ihn aber nicht mehr finden. Was, wenn es weggelaufen und woanders wieder zusammengebrochen ist? Das macht mir solche Sorgen. Was, wenn... Hey, ganz ruhig. Das wird wieder gut. Alles wird wieder gut. Weißt du noch irgendwas, was dir an dem Wolli aufgefallen ist?
So, dass ich ihn wiedererkennen könnte? Dass, so, dass du ihn wiedererkennen könntest? Mal überlegen. Also, zum einen war es ein goldener Wolli. Er hatte eine niedliche Mütze auf, die wie ein halber Apfel aussah. Ach, und einen blauen Schal hatte er, glaube ich, auch. Was? Hm, stimmt was nicht? Nein, 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 alles in bester Ordnung. Warum fragst du überhaupt? Moment mal. Heißt das, dass du etwas weißt? Nö, überhaupt nicht. Gar nicht. Keine blasse Ahnung. Bist du dir ganz sicher? Du, hast so etwas Ähnliches nicht zufällig irgendwo gesehen? Ja, ganz sicher. Eigentlich war ich auch schon länger nicht mehr im Primärwald. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie ein Wolli aussieht. Oh. Dann habe ich mir wohl falsche Hoffnung gemacht. Oh, also ich gehe da mal irgendwo da nach ihm suchen. Vielleicht macht der Wolli sich ja auch Sorgen um dich und er kommt sogar zurück. Du hast doch gerade gesagt, du weißt gar nicht mehr, wie ein Wolli überhaupt aussieht. Wie wirst du ihn da finden? Ach ja, es ist mir gerade wieder eingefallen. Das sind doch diese wolligen Viecher, ja? Bin ja auch dumm. Warte hier, ich gehe suchen. Okay, danke dir. Puh, jetzt muss ich mich erstmal wieder beruhigen. Goldene Wolle, eine Mütze und sie hat Schal gesagt, aber das ist ein blaues Tuch. Jo, sie redet eindeutig von mir. Ich bin also in Sharas Haus aufgewacht. Aber was jetzt? Ich sollte vermutlich etwas unternehmen, um Shara zu beruhigen. Okay, ich werde mich verwandeln und mit ihr reden. Na, darauf läuft es wohl hinaus. Kann ich nicht. Geh mal hier so hin. Kann ich mich hier verwandeln? Oh yeah. Guck mal, ich habe ein Tuch. Es ist ein Tuch und kein Schal. Ein Tuch. Skit, Shara. Kleiner Wolli. Geht's dir gut? Ah, so ein Glück. Du bist so plötzlich verschwunden und ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Oh, meh. Frisst du auch genug? Hast du ein Plätzchen zum Schlafen? Oh, ja. Meh, meh, meh. Puh, da bin ich erleichtert. Meh. Ah, ich weiß was. Hier, ich gebe dir das hier. Meh, 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 meh. Meh, 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 meh. Willst du mir gerade sagen, dass du gehen musst? Meh. Oh, ach schon? Ach, schade. Meh, meh, meh. Komm jedenfalls mal wieder vorbei, ja? Ich schaue auch, dass ich leckeren Kuchen für dich habe. Meh. Pass auf dich auf. Meh, meh, meh. Puh, jetzt sollte ich mich zurückverwandeln und zur Shara zurückkehren. Ja, danke, dass du es nochmal erklärst. Was geht sogar hier, lol? Du hast nichts gesehen. Guten Tag. Yumi, Mensch, du weißt, du kannst es nicht glauben. Der Wolli, von dem ich erzählt habe, der kam gerade vorbei. Ach ja, wirklich? Ach, ich war total überrascht. Er hat ausgesehen, als würde es ihm gut gehen. Er war klein und flauschig und fröhlich und allerliebst. Ich hätte ihn fast in den Arm genommen. Ach ja? Ist das komisch von mir? Nee. Na, wenn du das sagst, Yumi. Ach ja, hier, das ist für dich Formel A. Nein, schon in Ordnung. Das kannst du behalten. Ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht. Sei doch nicht so. Bitte nimm es an. Sieh es als Dankeschön dafür, dass du bei meiner dummen Idee heute mitgemacht hast. Aber... Psst, ich bestehe drauf. Ah, na gut, danke dir. Nein, ich danke dir. Cool. Oh Mann, ey. Oh, das ist sehr viel Formular A. Oh mein Gott. Das ist viel. So, der Opa campt aber noch vor meinem Haus. Schon mal wie geil ich die Musik hier finde. Beste Musik überhaupt. Hier nochmal. Nehme ich mal mit. Hi, es geht. Es geht. Und irgendwie auch ulkisch so, weil die sagen, hier soll hier mindestens so Level 15 sein. Und irgendwie wirklich stark sind die nicht. Hi. Guten Tag. Hi. Und wie gefällt dir unser Dorf? Es wirkt wie ein ruhiges, lauschiges Plätzchen. Ja, nicht? Wenn du möchtest, kannst du auch hier leben. Danke. Das ist wirklich lieb, aber meine aktuelle Wohnsituation passt mir gerade ganz gut. Bist du sicher? Da draußen könnte hinter jeder Ecke Menschen lauern. Du solltest die Gefahr nicht unterschätzen, die von ihnen ausgeht.
Hast du die Menschen wirklich so sehr, Corona? Aber natürlich. Nicht weit von hier steht eine von ihren Städten. Kennst du sie? Ja, warum? Wir Uni, wir haben früher dort gelebt. Aber die Menschen haben uns von dort vertrieben. Ach, wie könnte ich sie danach nicht verabscheuen? Ernsthaft? Das haben sie getan? Ja, vor langer, langer Zeit haben Menschen und Uni wir friedlich zusammengelebt. Aber das ist längst Geschichte. Und was ist passiert? Wer weiß das schon? Ich weiß wirklich nicht, warum sich die Beziehungen so verschlechtert. Die Beziehungen so verschlechtert haben. Das ist alles lange vor meiner Zeit passiert. Aber was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass wir Uni wir jetzt hier leben und nicht mehr dort. Also müssen wir uns diese barbarischen Menschen vertrieben haben. Ach so, das glaubt sie nur, dass das so passiert ist. Deswegen warne ich dich auch ständig davor, dich zu weit vom Dorf zu entfernen. Es ist einfach zu gefährlich da draußen. Glaub mir, du wirst den Menschen nicht in die Hände fallen. Wer weiß, was sie mit dir anstellen würden. Wow, sie ist wirklich nicht gut auf Menschen zu sprechen. Ich frage mich, was damals zwischen den Völkern passiert ist. Vielleicht weiß Vels irgendetwas. Er dürfte ja schon so einiges miterlebt haben. Stimmt. Hey, was geht? Ach, was für ein perfekter Tag. Wetter wie diese... Aber okay, er ist ein Zwerg anscheinend, ne? Das heißt, er ist kein Mensch, oder? Im Dorf ist herrscht tote Hose, was? Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Jetzt ist unglaublich langweilig. Es muss etwas Cooles geschehen. Etwas Mysteriöses. Eine kleine Katastrophe, die etwas Leben in die Bude bringt. Wow. Ein schöner Tag, nicht wahr? Hallo! Dies mag eine schlichte, leere Ecke der Welt sein, aber unser Sternenhimmel ist ein wunderbarer Anblick. Wie cool. Dong. Alles klar. Ich bin wieder ein Mensch. Na, ihr Monster, wollt ihr verprügelt werden? Ich verkloppe gerne Monster, weil ich ein Mensch bin. Und so. Oh, ich habe Level-up. Jetzt kann ich euch noch besser verprügeln. Wir reden mal mit Wells. Wells, kannst du was über die Uni wieder erzählen? Oh, hi. Weißer Bär. Ganz schön kalt in letzter Zeit, oder? Digga, wir sind in der Wüste. Was ist denn bei dir los? Oh. Wells? Ich wollte mal. Hä? Wie jetzt? Der Scharanzbaum ist größer geworden? Lieber Himmel, was ist denn da? Wie ist denn das passiert? Hi. Hast du irgendwas mit dem Baum angestellt? Nicht, dass ich wüsste. Was im Namen der Sterne ist dann hier passiert? Hey Wells, kann ich dich was fragen? Kennst du die Univir? Ach, das könnte man so sagen. Deswegen wolltest du mich davon abhalten, in ihre Richtung zu gehen, stimmt's? So ist es. Sie hassen uns aufs Blut, wie du sicherlich bemerkt hast. Du durftest bestimmt keinen Fuß in ihr Dorf setzen. Die Anführerin dort hegt einen besonders tiefen Groll gegen uns. Ja, genau. War das alles? Nein, ich habe noch eine Frage. Weißt du, warum die Menschen die Univir von hier vertrieben haben? Das ist eine wirklich alte Geschichte. So alt, dass nicht einmal ich sie kenne. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, was damals geschehen ist. Oder warum? Yumi? Halte dich aus dieser Sache raus. Hä? Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Was geschehen ist, ist geschehen. Und das kannst du nicht mehr ändern. Aber hä? Ich hasse sie genauso sehr, wie sie uns hassen. Lass die Vergangenheit ruhen. Bruder. Da ist Böses im Busch. Meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass Wells so giftig sein kann. Ach, kann ich denn nichts tun, um diesen Streit zu schlichten? Ich sollte nochmal mit Corona sprechen. Ja, yeah, maybe. Der Baum ist größer geworden. Habe ich jetzt mehr Platz? Oh. Wow. Wo kommen denn diese Treppe plötzlich her? Wurde die hinzugefügt, als der Baum gewachsen ist? Das sollte ich mir wohl ansehen, was es da oben so gibt. Wahrscheinlich gar nicht. Das ist ein Baum. Warum hast du mich meine Haare heute so sehr? So, hier oben gibt es nicht viel. Meine Güte. Yumi, das ist ja nicht zu fassen.
ein zusätzliches Stockwerk deines Hauses ist einfach aus dem Nichts erschienen. Du weißt also auch nicht, was passiert ist, Cheryl? Keine Ahnung. Das ist auch das erste Mal, dass ich den Baum größer werden sehen habe, gesehen habe, haben gesehen. sehr rätselhaft. Aber, ist doch ein schöner Raum, oder? Mach daraus doch eine Werkstatt. Oh yeah, was meinst du? Das darf ich? Na klar, es ist schließlich dein Haus. Na, einfach mal das dickeste Haus im Dorf bekommen. Hallo, neuer Mensch, möchtest du einfach mal die krasseste Bude, die wir haben? Hier, bitteschön, schenken wir dir. Also, wenn ich mir das so angucke, denke ich, hier oben würde eine Schmiede, ein Chemiekasten und ein Fertigungstischchen passen. Höre dich in den entsprechenden Läden um, um mehr über diese Dinge zu erfahren. Mach ich. Dann schau später mal vorbei. Hä? Nicht jedes Haus wächst plötzlich ein zusätzliches Zimmer. Da solltest du das Beste draus machen. Ja, ich freue mich schon drauf, hier oben alles Mögliche herzustellen. So ist's recht. Ach, und entschuldige, dass ich einfach reingeplatzt bin. Wir sehen uns später, Yume. Ich bin schon gespannt, was du dir so einfallen lässt. Und weg ist sie. Ist das hier nochmal eine extra Kiste? Ne, die sind verbunden mit da hier unten. Cool. Sind sogar Lampen gewachsen. Ich frage mich, ob es hier denn noch weitergeht. Dong. Weil hier scheint ein Fenster zu sein. Oder morgens kommt da das Licht rein und abends da. Oh, das wäre so lustig, wenn das so wäre. Okay. Hi. Warte mal, das hier ist. Ach so, hallo. Das ist geschafft, Yume. Vielen Dank. Warum danke ich dir eigentlich? Wegen dem Tanuki? Maybe, I don't know. Entsprechende Geschäfte. Kann ich eine Schmiede bauen lassen? Hallo. Schönes Wetter. Heute ein guter Tag, um Materialien sammeln zu gehen. Der Schadensbaum ist größer geworden. Allerdings. Dadurch hat mein Haus jetzt auch mehr Platz. Ich habe mit Gaius geredet. Er meinte, wenn du jetzt Platz hast, solltest du dir überlegen, eine Schmiede oder einen Fertigungstisch anzuschaffen. Oh, toll. Das ist möglich? Solange du das nötige Geld und Bauholz dafür hast. Ich hätte die nötige Kohle sagen sollen. Weil Kohle für die Schmiede. Hä? Vergiss es. Geil. Sprich in der Theke der Schmiede mit mir, wenn du das Geld und das Bauholz hast. Mache ich, danke. Was? Was? Schmiede? Fertigungstisch? Was möchtest du bauen? Oh, ich habe nicht genug für beides. Ich mache erstmal die Schmiede. Okay. Wir bauen sofort an. Klingt gut. Wann ist sie fertig? Bis morgen? Augenblicklich. Oh, danke. Und hier, du kriegst noch was Gratis dazu. Sonst noch was? Nein, vergiss es. Oh, cool. Wow, das ist verdammt viel Waffenbrot. Okay, cool. Ich sammle mal noch schnell. Na, es reicht vermutlich eh nicht. Hi, was geht? Cool. Was kann ich denn da jetzt machen? Ich habe leider nicht genug Holz. Sieht schick aus. Hi. Gegenstand herstellen. Stahlschneider. Fehlt mir dafür? Ein kurze Dolche? Oh, also erstmal kurze Dolche herstellen. Und dann eine Stahlschneide. Okay, 1, 2, 3, keine Schlägerei. Erfolgsquote 50%, los geht's. Alright. Das ist gut. Stahlschneider, los geht's. Erfolgsquote 30%. Okay. Nein! Okay. Oh, ich darf es nochmal probieren? Ja! Okay, die geht dabei nicht kaputt. Das ist gut, denke ich. Und jetzt verbessern. Ich möchte die Stahlschneide verbessern mit dem Material. Ist das okay?
Oh, Erfolgsquote ist nicht sehr hoch. Ich probiere das mit dem. Oh, schon viel besser. Ja, sehr gut. Die haben auch keine Level, kann das sein? Eisen ist Eisen. Das ist angenehm. Okay. Frage ist auch, wie oft ich das aufbessern kann. Oder geht das unendlich? Nee, da steht Stufe 3. Okay. Oh nein, hat nicht geklappt. Wir probieren es nochmal. Und noch einmal. Oh nein, aber jetzt habe ich keine Ruhmpunkte mehr. Das sollte jetzt besser aufhören. Oh Mann. Okay, cool. Ob ich das noch weiter verbessern? Boah, den habe ich ja richtig den krassen Angriff dann. So. Boah. Seht ihr das? Ich habe fast 60.000. Ich bin da jetzt hier richtig Richie McRich Rich. Rich, Rich Rich. So, ich glaube, dann nehme ich mal ein Bad. Hallo. Hallo, schönes Wetter heute, oder? Erstmal plaudern. Für den Großteil des Essens, das wir im Gasthaus anbieten, ist Blaze zuständig. Unsere Gäste mögen es so sehr, dass manche von ihnen extra wiederkommen, um es hier zu essen. Das ist gut. Dann möchte ich gerne baden. 300 G. Oh, Hammer, ne? So. Schon viel besser. Hallo, Sakuya. Ach, das Wetter ist momentan wirklich fantastisch. Es ist ein großes Geheimnis, dass ich kein Fan von... aber ich bin kein Fan von Monstern. Manchmal attackieren sie mich, wenn ich unterwegs bin und Essen bei mir habe. Wirklich? Ja, aber das passt schon. Schließlich nehme ich ihnen auch immer die Sachen ab. Sakuya, was ist los bei dir? Girl! Monster-Dieben hier, unfassbar. So, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder volle Runenpunkte. Mein Futter ist immer noch nicht fertig gewachsen, also halte ich mich noch ein bisschen zurück, was das Monster-Zähmen angeht. Und versuche noch meine coole Waffe noch cooler zu machen, indem ich sie aufbessere. Gegenstand verbessern, los geht's. Stahlschmiede? Klingt ja schon ganz cool, ne? Zack. Soll ich mal versuchen? 50%, das schaffen wir. Oh yeah, sind wir gut. Schön. So. Nee. Kannst du ja schon hier rein. Was nehmen wir denn mal noch? Sonst habe ich. Yeah, das sieht doch promising aus. 40%? Yeah. Und nochmal 30%? Yeah. Okay. Das funktioniert ja anscheinend alles ein bisschen anders. Es scheint auch viel simpler zu sein. Das gefällt mir. Das andere war mir immer viel zu kompliziert. Oh, Erfolgsquote 14%? Excuse me? 19%? 0%. Oh, Silber 3%. Ach je. Okay, was ist das für ein Level überhaupt? Stufe 7. Na dann. Hoffen wir mal, dass es klappt mal. Noch einmal. Nee, okay. Verdammt, seien 20%. Okay, cool. Da haben wir ja echt für heute geschafft. Ich mach Schluss für heute. Menschenskinder. Das ist ja, das lief ja echt super. Alright. Tidy up? Nee, ich will nichts aufräumen. Moment, ich würde gerne mal... Verschiedene Outfits. Ich bin jetzt Last. Oh nee. Ich bin jetzt Ares. Aus der andere Boy, also der Hauptcharakterboy aus Rune Factory 5. Cool. Ich bin so cool. Und ich laufe hier erstmal falsch rum. Oh cool, hier ist Futter. Warte mal, wie war denn das? Wenn ich das jetzt mitnehme, ist das vertrocknetes Gras. Das ist also einerseits sehr gut, weil vertrocknetes Gras gut ist. Andererseits schlecht, weil vertrocknetes Gras schlecht ist. Weisheit mit Yumi. Okay, cool, cool. Gut, das haben wir schon mal verkackt. Aber hier, guck mal, Futter! Meine Tiere, Monster, kriegen Futter. Dann krieg ich bestimmt mit Ras übelst Anschiss. Wenn wir dann richtig unbegeistert sein.
Mir doch egal, lol. Boy. Was hab ich denn eigentlich? Ach, das ist alles cool. Ja, ich will das Money haben. Ich muss auf jeden Fall jetzt gleich noch ganz viel Holz hacken, damit ich mir dann noch den Fertigungstisch holen kann und mir auch bessere Ausrüstung mache. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade richtig OP. Also meine Waffen waren gerade eben schon krass und jetzt sind sie irgendwie noch krasser. Ich meine, excuse me, wie krass kann man bitte sein? So. Triggert mich das jetzt? Ein bisschen, aber ist okay. Das hat die eine Ecke jetzt so fehlt. Oh, Mist. So. Und einmal hier rum. Genau. Ah, hier ist auch wieder. Warum ist das manchmal so trocken hier? Liegt das damit zusammen, dass die Bodenqualität besser sein könnte, weil ich hier so viel anbaue? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. So. So. Okay. Hier oben nochmal das Gleiche. Mit den Rüben kann ich ja dann versuchen, die irgendwie zu zähmen, denke ich. Also wenn ich da jetzt eingelegte Rüben draus mache oder so. Die meinte ja, dass die ja schon so gekochtes Essen haben wollen. Dass ich die damit irgendwie anlocke. Ich muss noch gucken, wie das funktioniert, weil die Erklärung war jetzt nicht wirklich sehr detailliert. Soll ich das einfach nur in die Hand nehmen und die laufen... Wie sieht denn das aus? Warum ist er so nass? Seht ihr das? Ach, da habe ich den Dinger hingeschmissen, glaube ich. Auf das Feld. Weil ich einfach Platz machen wollte im Inventar. Ups. Oh Mann. Okay, cool. So. Alles hier schnell irgendwie mal bewässern. Und dann muss es regnen. Und dann ärgere ich mich, dass ich hier alles gegossen habe. Ja. Ich muss echt gucken. Ich weiß auch gerade, ich muss mal gucken, ob Werkzeugskill und Schmiedenskill das gleiche sind oder zwei unterschiedliche Skills. Doppelklingenwasser, Liebe. Für Liebesmagie benötigt Fertigkeit. Mit steigender Fertigkeitsstufe erhöhen sich die maximalen Ruhmpunkte. Und der Heilung durch Liebeszauber. Okay. Holzfällen, Abbau, Angeln, Kochen, Schmieden, Suchen, Gehen, Schlafen, Essen, Abwehr, Giftresistenz. Ist Schmieden gleich... Warte mal. Ich bin jetzt bei Schmieden und Stufe 11. 50%. Okay. Stufe 11. 50%. Merken wir uns mal. Ich denke mal, dass das auch... Ja, Schmieden steht ja hier. Schmieden-Level. Okay. Also kann ich jetzt, wenn ich Glück habe, mir bessere Werkzeuge machen. Und mit bessere Werkzeuge meine ich in erster Linie auch eine bessere Gießkanne. Das wäre doch super. Und auch alles andere natürlich auch im besser, aber Gießkanne. Gießkanne, ja. Ich brauche erstmal mehr Holz. Also eigentlich nicht, aber doch eigentlich schon. Also für die bessere Gießkanne brauche ich das Holz nicht, aber für den Fertigungstisch. Um zu erklären, was gerade in meinem kleinen Oberstübchen vor sich geht. So rein linguistisch und logisch. So. So, los geht's. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ja. Oh, ja. Jetzt regnet's. Aha. Ich hab's predicted. Oh. Damn. Ich überlege, ob ich jetzt auch manchmal mit Absicht manchmal das ausgetrocknete Zeug ernten soll, um vertrocknetes Gras zu kriegen, damit ich den Böden düngen kann. Genau, den Boden düngen. Da muss ich mir noch so eine lustige Lupe kaufen, um mir die Bodenqualität anzugucken. Aber eigentlich, einerseits, ja klar, mache ich, aber andererseits, too soon. Das gucke ich mir später an, wenn ich dann auch mehr dann auf Pflanzenzucht gehe, denke ich. Anyway. Hi. Hey. Hi, es regnet ganz schön was. Oh,
Grüß dich, komm noch rein. Eine Schmiede und einen Fertigungstisch, bitte. Ich hätte gerne den Fertigungstisch für 50. Alles klar, los geht's. Also, mit irgendwann meinst du jetzt sofort. Dachte ich mir schon, dass du das sagen würdest. Ach, lass mir doch meinen Spaß. Dein Fertigungstisch ist schon unterwegs. Brauchst du sonst noch was? Habt ihr noch irgendwas Cooles? Nee. Fahrwerkzeug, Kopfbedeckung. Was gibt's für coole Schnäppchen? Will ich nicht. Wir quatschen mal kurz, denke ich mal noch. Plaudern. Du hast also den Tanuki besiegt, danke. Mich hat er ja nicht sonderlich gestört, aber dennoch. Okay. Hi, Raven. Hi. Regen, bah. Ich mag Regen nicht. Raven? Was würde ich tun, wenn ich Gaius wäre? Ach ja, hatte ich nicht einen Brief von ihm im Briefkasten? Ja, ach so, ja. Hallo, hey, Raven. Würde gerne mal einen Nebenjob in deinen Laden machen. Dann machst du dich als Betrug schuldig. Das Betrug ist schuldig. Hä? What? So. Es geht. Oh, hi, Colette. Darf ich? Danke. Hallo, Patientin. Übrigens, Jumei, darf ich davon ausgehen, dass mit dem Wachsen des Scharanzbaums auch deine Wohnung größer geworden ist? Ja, das stimmt. Interessant. Und ein Glück, da du mein Hilfswissenschaftler bist, wirst du ja zumindest einen eigenen Chemiekasten brauchen. Ja? Also dann, bring mir, sobald es geht, nötiges Geld und Material. Was brauche ich denn alles? 2000 G und 40 mal Bauholz. Das krieg mal hin. Ich bin gleich wieder da oder so. Und ich würde gerne auch noch... Boah, ich habe gerade so viel auf einmal zu tun hier. Das ist unfassbar. Ich möchte nämlich auch Werkzeugbrot holen. Ich brauche besseres Werkzeug. Howdy, Blaze. Ich möchte ein Rezept lernen. Ja. Farmbrot wahrscheinlich. Ich nehme gleich 5-mal Farmbrot. Und nasche bis zum Umfallen. So. Was? Toll, eine Eisensichel. Zinngießkanne. Bronzehammer. Toll, stabile Hacke. Spaltaxt. Und eine billige Angel. Hat sich gelohnt. Hab auch gut Geld. Könnte ich theoretisch auch nochmal meinen Kühlschrank erweitern lassen. Aber mich würde eigentlich auch mehr interessieren. Ah, okay. Mich würde aber auch mehr interessieren, wie ich die normale Versandkiste eventuell vergrößert. Versandkiste, was rede ich da? Die Lagerkiste. Wo auch dann die ganzen Materialien, also die das ganze Monster-Loot und Eisen und alles reinkommt. Ist ja eigentlich viel interessanter. Also mindestens genauso interessant wie der Kühlschrank zumindest. So, und zack. Ich brauche 40 Stück. Minimalprinzip, go! Wie viel habe ich? 19, Mist. Ich brauche mehr Energie. Auch noch mal mehr als doppelt so viel. So. Und los geht's. Ja, damit. Wir müssen uns beeilen. Behalten. Und noch mal. Weil ich auf jeden Fall mal 40 haben möchte. Ich weiß nicht, wann die zumachen. Hoffentlich machen die erst nach 16 Uhr zu. Sonst hätte ich ja dann ja, das ganze Holz, aber können wir noch kein Medizin-Ding holen. Das wäre voll traurig. Anyway. Medizin, Schränkchen, Tischchen, ihr wisst schon. Ah ja, und hier das ganze Waffenbrot. Das ist echt verdammt viel Waffenbrot, to be honest. Und zack, vielleicht schaffe ich es ja noch rechtzeitig.
Englisch jetzt zweites Mal. I'm sorry. Hier kann ich auch noch so ein bisschen was verkaufen. Schon so irgendwas? Was ich das unbedingt verkaufen möchte, eigentlich jetzt nicht so unbedingt. So, das reicht eigentlich erstmal. Habe ich schon auf jeden Fall noch ein bisschen was. An Geld. Nein. Seid ihr noch da? Kann ich mir noch diesen lustigen Chemiekasten holen? Hey! Nein. Okay, das habe ich jetzt nun verpasst. Ist okay. Das ist fine. Oh. Hi, Bernd. Schönes Wetter heute. Hallo. Mir ist irgendwie gerade auch so ein bisschen aufgefallen, dass ich noch gar keine Anfragen heute angenommen habe. Irgendwie. Das habe ich irgendwie jetzt ganz verpasst, weil ich mit meinem eigenen Zeug beschäftigt war. Hallo, Pia. Die Sonne scheint. Willkommen im Badehausparadies. Ah, was ist denn? Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich gerne mit blauen Bärlocken baden, in blauen Bärlocken baden will. Aber jetzt will ich doch lieber Spielkraut benutzen. Okay. Ich möchte baden, Pia. Danke. Girl. What's your problem? Oh, die Folge ist auch schon wieder viel zu lang, sehe ich gerade. Ups. So, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal, ich mache noch ein bisschen länger. Ich will nämlich nochmal schnell gucken wegen Ding halt. Werkzeugen und so. Ihr wisst schon, Ding halt. Gegenstand herstellen bitte. Sowas wie Zinngießkanne. Okay. Okay, eine Gießkanne aus Zinn. Sie ist zwar schwer, kann aber aufgeladen werden, um die Felder zu bewässern. Die Frage ist, wie sehr? Wir probieren es mal aus. Yes! Oh yeah! Und auch noch einen besseren Hammer? Kann aufgeladen werden, um größere Flächen abzudecken. Wird zum Kletten des Bodens verwendet. Ich hätte gerne eine Hacke. Das ist gut. Gerade für den ganzen Bambus. Oh yeah. Und eine bessere Sichel. Oh yeah. Und eine... keine Stahlschneide. ich brauche wieder Materialien. Ich glaube, da habe ich zu viel Bronze jetzt verbraucht. Naja, passiert, ne? Ah, und Holz brauche ich. Ich habe noch bestimmt noch eine bessere Angel. Stahlschneide, billige Angel. Ich nicht noch irgendwie was gelernt? Da habe ich jetzt erst gelernt, wie man eine billige Angel macht. Ich bin verwirrt. Gut, das reicht jetzt aber für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, you made Let's Play Rune Factory 3.